Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und erstmal danke für euch, danke an euch für die ganzen Tipps, denn ich glaube, ich habe es jetzt endlich hinbekommen. Also ich muss mich jetzt nochmal ransteigen an den Wagen, draufsteigen und dann auf fahren. Oh Gott, das geht. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich, ist, oh Gott, das ist so eng. Nein, 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 fahr nicht. Sehr gut. Oh mein Gott, es funktioniert. Ich muss auf die Außenansicht gehen. Boah, wie cool. Das Kleine geht anscheinend mit einem Wagen. Irgendwie ist es ziemlich langsam so, aber... Ich glaube, ich sollte noch mehr Pferde vorne dran machen. Oh mein Gott. Wir fahren. So. Bremsen, 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 bremsen. So. Okay. Oh Gott. Komm, wir holen uns noch ein Pferd. So. Hä? Moment, können wir das jetzt einfach hier vorne dran machen? Oh Gott, ich hoffe, jetzt passiert nichts. Ja. Nein! Nein! Verdammt, nein, 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 nichts. Oh, ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Puh, komm da raus, bitte. Sehr gut. Verdammt, jetzt sind die Pferde getrennt. Ja, das ist nicht so ganz leicht, hier Pferde zusammenzubauen. Ich weiß nicht, ob ich mich da nur so dumm anstelle. So, okay. Also. Training Lasso. Machen wir das hier zusammen. Nee, du hast noch keinen Dings wieder drauf, glaube ich. Jetzt ist es drauf. So und so. Oh, könnt ihr das mal lassen? Toll. Oh, das ist voll doof. Warum müsst ihr denn unbedingt hier hin? Moment. Ihr stellt euch aber auch an, ihr beiden. Ich muss euch jetzt erst nochmal hier Wieso kriege ich das denn nicht gerade wieder weg? Brauche ich dafür das normale Lasso? Ah, jetzt war es eben weg, verdammt. Nee, doch nicht. Das ist manchmal nämlich echt schwierig, habe ich das Gefühl. Weil ich kriege jetzt nämlich zum Beispiel dieses Geschirr nicht mehr weg. Bei dem hier. Jetzt sind die zusammengebunden. Wenn ich jetzt den Wagen hinstelle, dann werden die wieder nach vorne gesaugt. Aber das habe ich nämlich echt keine Lust drauf. So. Ah, na toll. Da fällt mir ein. Wir haben ja Gott sei Dank hier den Wagen. Dann können wir hier übernachten. Hier übernachten. Warum denn? Geht das denn jetzt nicht? Es ist Nacht und ich würde hier sehr gerne drin übernachten. Na toll. Ich gehe ja schon nach Hause. Oh Gottes Willen, sind hier viele Spinnen. Trippel, trappel, Spinne. Oh Gott. Au. Jetzt reicht's mir hier. Ihr sollt euch von meinem Haus fernhalten. Echt. Ich hoffe, ich kann jetzt hier schlafen. Natürlich läuft hier gerade ein Skelett vorbei. War so klar. Ach, verdammt. Nun gut, wir müssen das Haus erstmal monsterfrei machen. Hallo? Hallo? Du bist kein Monster, aber... Warum schiebt denn das Skelett die Kuh außen am Haus vorbei? Nee.
mein Haus. Brauchst du gar nicht so leid, die Tür zurückzugucken. Oh. Wo ist diese blöde Spinne? Was zum? Wir sind beide bei unseren Pferden drin. Jetzt reicht's mir, jetzt mach ich weg. Du bist aber bei unserem Pferd hier drin und lässt es nicht schlafen. Alter. Du. Was zum... Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Na toll. Ich dachte, ich lag doch schon x-mal in dem Bett. Warum safe das da denn nicht? Yay, wunderbar. Was zum Teufel? Wo sind wir denn jetzt hier gespawnt? Gut, dann mache ich jetzt hier erstmal einen kurzen Cut und gucke erstmal, dass ich wieder nach Hause komme. Und warum sehe ich hier unten alles durch den Boden? So, und da bin ich wieder zurück und... Oh mein Gott, das ist ein Zombie in Goldrüstung. Oh Gottes Willen. Und ich war da in diesem Dschungel, also nur ein paar Meter von meinem Haus entfernt. Das ist quasi nur jetzt ein paar Minuten später. Und ich hoffe, dass meine ganzen Sachen noch da sind und diese Spinne mich in Ruhe lässt. Ich habe echt nicht auf meine Hitpoints geachtet, muss ich ehrlich sagen. Okay, hier scheint nochmal... Ich scheint aber noch alles da gewesen zu sein. Ja, zumindest. Okay, die ganzen Sachen sind soweit es geht da. Ich hoffe, ich kann das irgendwie übernachten. Okay, so. Alter. Die Spinnen sind echt ein Problem. So, eigentlich wollte ich einfach nur ausreiten. Aber die haben uns ja nicht gelassen. Ach, wir haben keine Pfeile mehr. Nein. So. Puh, okay. So, wo ist denn unser Lasso? Da. Da, ihr steht super dumm, wisst ihr? Hat euch das schon mal jemand gesagt? Echt? Ich wollte euch beide daran anleihen. Und jetzt habe ich das Problem, dass ihr... Ja. Das sieht super gut aus so. Ja. Oh Mann. Warum macht ihr es mir so schwer? Ich will euch zusammenbinden und dann an den Wagen, ohne dass ihr wieder mal durchdreht. Oh Mann. Okay. Nächster Versuch, einfach muss ich hier die Wand wegmachen, weil unser lustiges Pferd durch die Wand gebackt ist. So, kann ich dich bitte vor das Haus schieben? Okay, so, soweit so gut. Nein. Gut, dass wir ein paar Scheiben übrig haben. So, und jetzt bitte die Hauswand in Ruhe lassen. So. Also. Zusammenbinden. Warum? Wieso? Was zum Teufel? Ah. Echt, kriegst du die Krise bei den Pferden? Warum macht ihr das? Das hat doch eben funktioniert.
Warum? Warum bist du durch die Wand durch? Komm mit. So. Okay. Einmal dich hier und dich. Aber warum? Was zum ist denn das jetzt? Nein, das macht keinen Sinn. Ich binde dich daran. Warum schiebst du denn immer wieder den anderen weg? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich wollte mich so verarschen. Ach Mann, warum macht ihr das mit mir? Ihr müsst wissen, ich habe das in den Test davor, hat das super funktioniert, die ganze Zeit. Und jetzt? Ich verstehe es nicht. Warum? Warum bist du da oben? Nein. Oh nein. Jetzt ist das Pferd gestorben. Ich habe nichts zurückbekommen, außer das Geschirr. Warum? Oh Mann. Das heißt, wir brauchen einen neuen Clydesdale. Wieso hast du jetzt dieses Geschirr dran und es geht vor allem nicht mehr weg? Das verstehe ich gerade nicht. Ach komm. Das ist doch super gemein. Was zum... Nein, nein. Ich geb's auf. Diese Pferde hassen mich. Von dem habe ich nicht mal mehr das Zaumzeug wieder bekommen. Warum wollen mich die Pferde leiden sehen? Oh Mann. Ja. Das sollte so aussehen, ja. Das stimmt völlig. Das hier ist vielleicht... Nein. Nein, so sollte es nicht aussehen. Warum hüpft denn bei mir alles immer da oben ins Fenster rein? Mache ich irgendwas mit dem Fenster? Alter. Egal, so. Okay. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Diese Bindfäden. Diese Bindfäden. Okay, Moment, nochmal auf Neues. Ich wollte einfach nur einen Ausritt machen in dieser Folge und jetzt ist alles schief gegangen. Hallo? Warum? Ah, so kann man das abnehmen. Oh Mann. So. Jetzt haben wir das dran. Und so. Warum schiebt ihr denn das jetzt so komisch? Ja, jetzt geht's zumindest mit. Da fahren wir noch ein bisschen mit dem einen Pferd rum, immerhin. Es ist zwar nicht besonders schnell. Aber wir genießen unsere Kutschfahrt zumindest. La la la. Ich bin entspannt. Ich habe zwei Clydesdales verloren. Und ich fahre mit meinem Pferd hier lang. Und die Kutschfahrt ist so entspannend. So, Moment. Halt, stopp. So.
Wir steigen jetzt erstmal aus. So. Und lassen das Pferd erstmal kurz da stehen. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe dafür jetzt nur gefühlte eine Ewigkeit gebraucht. Und wir haben ja in weiser Voraussicht aus Versehen noch zusätzliche Clydesdale-Outfits gemacht. Das war natürlich gewollt und beabsichtigt. Da die Clydesdales sowieso ausschauen, wie sie lustig sind, bist du jetzt einfach ein Clydesdale. Auch schon wieder ein brauner. Verdammt. Und du bist auch ein Clydesdale. Hey, du bist ein grauer Clydesdale geworden. Sehr gut. Hier, nimm das. So, du hast ein Geschirr. Dann kommst du in der nächsten Folge, binde ich den hier einfach an den anderen Wagen da vorne und dann gucken wir mal, ob wir dann noch vielleicht mit unserem Ausritt ein bisschen weiter vorankommen. Also dann, ciao, ciao.